So, liebe Freunde, hier geht's wieder zur Sache, hier spielt die Musik jetzt. Kommen Sie jetzt unter den ganz knapp auch die 58 oder 28. Da würde ich mich nicht festlegen wollen. Ich habe auf mich gewendet, Mensch! Thank you.
Das ist ein großer Spieler, ja.
42 Stundenkilometer für diesen komplizierten Kurs.
nach der zweiten Wertung haben wir uns gelöst. Ich hatte in der ersten Wertung schon mal gepunktet und hatte da 3 Punkte geholt. Und dann waren wir 2 Mann in der 5-Mann-Gruppe. Und dann war es eigentlich klar, dass uns die Gruppe passt, dass uns die Gruppe gefällt. Und mit Lütti hatte ich vorne einen, der richtig drauflatschen kann. Und ich bin halt sehr endschnell und konnte Lütti fahren lassen, die Arbeit für mich machen und mich auf die Wertung konzentrieren. Ja, das war also perfekt für uns. Ja, ich war überrascht, dass die Nummer von hinten kam, weil wir hatten zwischenzeitlich, glaube ich, recht großen Vorsprung. Ich habe 50 Sekunden, glaube ich. Der Genui hat mitgearbeitet natürlich. Die hatten einen vorne und Belhamed hat einen vorne. Das heißt, die Gruppe stand hinten, hat eigentlich, denke ich mal, nicht so viel. Also von uns hat keiner geführt. Airmänner werden nicht geführt haben, denke ich mal. Belhamed war auch zufrieden. Und nach der vorletzten Wertung war das Rennen, glaube ich, entschieden. Oder ein bisschen vorher schon. Dann gucke ich mich um, plötzlich kommt das Feld von hinten. Aber Fabian hat mir schon gesagt, dass ich das Rennen gewonnen hatte. Und dann konnte ich es genießen, die letzten Runden. Es ging eigentlich schon gut los für uns. Ich glaube, Simon hat den ersten Sprint gewonnen und ich war, glaube ich, Dritter, also gute Ausgangslage geschaffen. Dann ging es aber drüber und drüber und Spich hat halt uns gut Konkurrenz geboten. Und als dann die Gruppe ging und da 2 Spicher drin waren und ich halt als einziger Ehrmann war ich halt klar im Nachteil und war dann echt überrascht, als ich dann die ersten Sprints aus der Gruppe auch gewinnen konnte und dachte, das läuft dann weiterhin so gut für mich. Allerdings ist dann das Tempo vorne ein bisschen ruhiger geworden und die Spicher konnten halt dann ihre Überzahl da in der Gruppe klar zu ihren Gunsten ausnutzen, wodurch ich dann halt hinten raus die Wertung halt verloren habe, immer Zweiter wurde und eine Wertung komplett versemmelt habe, was mich dann halt in der Schlusswertung um den Sieg gebracht hat. Habe dann zum Schluss vom Rennen auch nichts mehr gemacht, weil ich wusste ja, ich werde jetzt nur noch Zweiter. Dann brauche ich auch nichts mehr fahren und wenn ich dann noch fahre und die Spicher schaffen es dann noch, mich komplett zu überrumpeln und mich abzuhängen, dann ist natürlich super schlecht für mich. Und dann zum Schluss ist ja noch das Feld rangekommen und dann konnten wir noch in Simon den Sprint perfekt vorbereiten und der wird dann noch Dritter, also das Beste rausgeholt.